Bereichert. Das ist toll, dass für die Anerkennung recht herzlichen Dank.
Ja, die Bundestagswahlen sind nicht mehr so weit weg. Und ich glaube, deswegen ist es genau richtig und gut, ein knappes halbes Jahr vorher die Diskussionen zu führen. Das zeichnet, glaube ich, Demokratie aus, Meinungen anzuhören, die eigene Meinung zu sagen, für den besseren Weg und die Ziele zu schreiten. Und von daher bin ich auch ganz froh, dass es Handy wieder einmal gelungen ist, den Tisch hier voll zu bekommen mit den Vertretern politischer Parteien, damit wir diese Debatten und Diskussionen dann auch entsprechend führen können. Es ist ein Stück Demokratie, aber ich glaube, Demokratie zeichnet noch mehr aus, nämlich dass das, was Menschen bewegt, wo euch der Schuh drückt oder der Bauch kneift, dass das in den politischen Prozessen und Entscheidungen mitgenommen wird, eine Rolle spielt, dass man den Menschen in den Fokus nimmt, um Politik zu machen, damit sich Menschen wiederfinden. Und deswegen finde ich, ist das heute für die Parteienvertreter, für uns, eine gute, eine sehr gute Gelegenheit, dieses Stück Demokratie ja zu üben, umzusetzen in die Praxis, aber ich sage auch, das wird nicht ausreichen. Demokratie bedeutet auch, mitzunehmen, was Menschen bewegt, und ich sagte es gerade, das in politische Prozesse und Entscheidungen einfließen zu lassen. Weil ansonsten wenden Menschen sich ab. Wenden Menschen sich ab von Politik, und ich sage ausdrücklich, das hat nichts mit Politikverdrossenheit zu tun. Und deswegen denke ich, ist das heute auch eine gute Gelegenheit, zumindest für unsere Kandidaten der politischen Parteien, ein Stück weit auch Vertrauen zurückzugewinnen, das ernst zu nehmen, was euch auf der Seele brennt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das mitzunehmen und zumindest der eine sitzt ja ganz nah an der Quelle und kann das direkt weitergeben. Gute Arbeit, gute Rente. Hat mich Henry gebeten, heute hier etwas zu sagen. Und ich habe das ein Stück erweitert, lieber Henry. Gute Arbeit, gute Rente für eine neue Ordnung am Arbeitsmarkt. Weil ich glaube, ohne diese neue Ordnung gibt es in Zukunft weniger gute Arbeit. Und ohne diese neue Ordnung am Arbeitsmarkt gibt es in Zukunft auch weniger gute Rente. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das sogenannte Normalarbeitsverhältnis war bis zu Kohls geistig-moralischer Wende Konsens und Grundlage einer solidarischen Gesellschaft. Es stand für faire Beteiligung, Wohlstand und Basis unserer sozialen Sicherungssysteme. Jahrzehntelange neoliberale Deregulierung und nicht zuletzt die Agenda 2010 haben diesen Konsens nicht nur in Frage gestellt, sondern zu einer dramatischen Erosion guter Arbeit geführt. Vieles von dem, was damals gemacht wurde, hat Arbeit entwertet und die Menschen Würde genommen. Wie konnte das geschehen? Damals konnte man in jeder Talkshow hören, der Arbeitsmarkt ist viel zu sehr reguliert. Er lässt nur eine geringe Beschäftigungsdynamik zu und gefährdet die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Das sollte sich ändern und darum mussten starre und träge Strukturen aufgebrochen werden, angeblich um Jobs für die Massen zu schaffen. Und begleitet wurde diese Philosophie mit einem noch nie gekannten medialen Trommelfeuer, das sich gegen sichere und gute Arbeit wandelt. Die Arbeitslosenversicherung wurde als soziale Hängematte diffamiert, in der sich die Arbeitslosen ausruhen. Das Tarifkartell sollte aufgebrochen werden und ein Arbeitgeberpräsident, ihr erinnert euch sicherlich, wollte die Tarifverträge sogar am Lagerfeuer verteilen. Sozial war, was Arbeit schafft. Und darum war es gut, dass es einen wachsenden Niedriglohnsektor gibt, denn das schafft Dynamik. Und so wurde Leiharbeit dereguliert, die Zumutbarkeitskriterien verschärft, Minijobs gänzlich freigegeben, mit den Folgen, die wir heute alle beobachten können. In wenigen Jahren wuchs der Niedriglohnsektor rasant an und liegt heute bei mittlerweile 24% aller Beschäftigten. Und vor einigen Monaten
wurde eine Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung veröffentlicht, die aufzeigt, 2009 war laut EU-Statistik 7,1% der Erwerbstätigen von Arbeitsarmut betroffen. Das heißt, sie haben weniger als 940 Euro im Monat zur Verfügung. Und seit 2004 ist der Anteil dieser Menschen, die arm trotz Arbeit sind, in keinem anderen Land in Europa so stark angestiegen wie in Deutschland. Und parallel zur Ausbreitung der Arbeitsarmut nahm in Deutschland die Zahl der atypisch Beschäftigten rasant zu. So ist die Zahl der Leiharbeiter von etwa 300.000 im Jahr 2000 auf fast 1 Million im Jahr 2012 gestiegen. Mit dem Missbrauch von Leiharbeit und prekären Jobs droht Arbeit zur Randsprache zu verkommen. Und das hat weitreichende Folgen für die Kaufkraft und für die Sozialkassen in unserem Land. Schon heute werden über 700 Millionen Euro jährlich an Aufstockerbeiträgen für Leiharbeitnehmer bezahlt, weil sie von ihrer Arbeit nicht mehr leben können. Prekäre Beschäftigung gefährdet aber auch die Betriebe der redlichen Arbeitgeber. Wurde der Wettbewerb bisher eigentlich nur so verstanden, dass der Anbieter des besseren Produktes, des größten Kundennutzens und der höchsten Produktivität auch am wettbewerbsfähigsten war, so gilt plötzlich die Maxime, Wettbewerbsfähigkeit stellt man über Löhne, Gehälter und Arbeitsbedingungen her. Und ich sage in aller Deutlichkeit, wer Menschen auf ökonomischen Nutzen reduziert, wer Menschen ausgrenzt und ihnen Sicherheit nimmt, der beschädigt den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft und beschädigt letztlich unser demokratisches Gemeinwesen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute können wir die Folgen dieser Niedriglohnpolitik beobachten und stellen gleichzeitig fest, für die internationale Wettbewerbsfähigkeit war der Niedriglohnbereich nicht nötig. In den exportorientierten Branchen werden die höchsten Löhne bezahlt und der Niedriglohnbereich hält sich hier noch sehr begrenzt. Umgekehrt stellen wir fest, dass in den Branchen, die nicht oder kaum im internationalen Wettbewerb stehen, die niedrigsten Löhne gezahlt werden. Und mir konnte bis heute keiner erklären, warum der Friseur um die Ecke, der für 4 Euro die Haare schneidet, im internationalen Wettbewerb mit chinesischen Handwerksgesellen steht. Und es ist auch nicht so, dass der Niedriglohnbereich ein Auffangbecken für Niedrigqualifizierte wäre. 70% der Betroffenen haben eine abgeschlossene Berufsausbildung und 10% sogar eine Hochschulausbildung. Und es ist ein Gerücht, dass der Niedriglohnsektor ein Sprungbrett in gute Arbeit wäre. 2/3 aller Niedriglöhner schaffen nie den Aufstieg aus diesem Bereich. Und was mindestens genauso schlimm ist, diese Strategie legt langfristig die Axt an unser deutsches Wettbewerbsmodell. Denn in dem Maße, wie sich berufliche Qualifikationen durch Einkommen und Sicherheit nicht mehr auszahlen und der Anspruch auf möglichst hochqualifizierte Arbeitsplätze aufgegeben wird, schwächt sich ein möglicher Erfolgsfaktor Deutschland. Der heißt, qualifizierte Arbeitsplätze, auf denen qualifizierte Menschen benötigt werden, die Produkte herstellen, die sonst keiner fertigen. Und das findet nicht irgendwo statt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Diese Entwicklung ist auch in unserer Region anzutreffen. Mit Sorge beobachten wir, dass zum Beispiel bei Delphi in Bad Salzdetfurt weniger auf Innovation, Know-how und hochwertige Qualitätsprodukte als vielmehr auf kurzfristige Rendite gesetzt wird und damit einhergehend immer mehr Produktion in sogenannte Low-Cost-Standorte verlagert wird. Statt auf besser, setzt man hier auf billiger. Und gleiches gilt, wenn sich Günther Wagner aus der Tarifbindung stiehlt und selbst bei Bosch, AIP wird darüber nachgedacht, Produktion zu verlagern
um sich auf Entwicklung und Produktionsanläufe zu beschränken oder besser zu reduzieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, genau darum brauchen wir eine neue Ordnung auf dem Arbeitsmarkt, wenn man so will, faire Arbeit und faire Löhne. Denn letztlich bleibt das Ob und Wie des Arbeitsverhältnisses für unsere Gesellschaft wichtig. Es geht um ein gutes Leben von Montag bis Freitag und nicht nur dann, wenn man zwei Wochen Urlaub hat. Arbeit stärkt das Selbstwertgefühl der Menschen, sie fördert gesellschaftlichen Fortschritt und ist die Basis des sozialen Lebens und unserer Ökonomie. Und nach 2009 muss es auch der Letzte verstanden haben. Reichtum und Wohlstand unserer Gesellschaft gründen nicht auf spekulativen Blasen an den Finanzmärkten. Reichtum und Wohlstand in Deutschland basieren auf der Arbeit von Millionen Beschäftigten in den Werkhallen und den Büros, in der Produktion und im Dienstleistungsbereich. Und deshalb, wer arbeitet, muss von seiner Arbeit leben können. Alles andere ist würdelos, Kolleginnen und Kollegen. Und vor diesem Hintergrund ist die Ausweitung des prekären Niedriglohnsektors ein tiefer Bruch unserer Arbeitskultur und eine Bedrohung unserer sozialen Sicherungssysteme. Die Unsicherheit wird zur gesellschaftlichen Not. Gute Arbeit und das geschützte Beschäftigungsverhältnis sind aber das Fundament für das Solidarsystem der Arbeitsgesellschaft. Und darum kämpfen wir gegen Leiharbeit, gegen Werkverträge oder sonstige Formen prekärer Beschäftigung. Es geht uns dabei um die gesellschaftliche Anerkennung von Arbeit und die soziale Würde der Beschäftigten. Und damit um die soziale Würde der großen Mehrheit unserer Gesellschaft. Der Kampf gegen Prekarisierung und für sichere Arbeitsplätze ist deswegen zu Recht eine zentrale Aufgabe der IG Metall. Es geht nicht nur um ökonomische Vermögen. Arbeit muss auch sozialen Aufstieg ermöglichen können. Aber es ist nicht möglich, wenn zum Beispiel nur 10% der Leiharbeiter jemals eine Festanstellung finden. Es geht um Inhalt und Form der Arbeit, um den Status und die sozialen Rechte der Beschäftigten und in letzter Konsequenz auch um den Charakter der Gesellschaft, in der wir leben. Die Frage lautet, rücksichtslose Konkurrenz oder Solidarität? Ich bin überzeugt, eine gute Gesellschaft ist ohne Solidarität und Gerechtigkeit nicht möglich. Aber, Kolleginnen und Kollegen, wir geben uns nicht mit Appellen zufrieden. Die IG Metall stellt sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung und konkret heißt das, wir packen die Themen der Menschen mit unseren Kampagnen an. Und für uns sind dabei drei Themen von besonderer Bedeutung. Arbeit, sicher und fair. Wir brauchen eine neue Ordnung am Arbeitsmarkt. Zweitens, Zukunft und Perspektive für die junge Generation. Und drittens, gute Arbeit, gute Rente. Und dabei bedeutet Kampagne für uns viel mehr, als schöne Plakate und Broschüren zu machen, mit denen wir Politik auffordern, dieses oder jenes zu leben. Natürlich gehört auch das dazu. Für uns ist es aber genauso wichtig, oder mindestens genauso wichtig, dass wir für die Dinge, die wir kritisieren, selbst auch Lösungswege anbieten. Das können wir natürlich am besten in unseren ureigenen Handlungsfeldern, zum Beispiel der Betriebs- und Tarifpolitik. Und das sichtbarste Beispiel für die Verrohung der Sitten auf dem Arbeitsmarkt ist die Leiharbeit. Und obwohl Leiharbeiter das Gleiche leisten, verdienen sie deutlich weniger als ihre Kollegen in Festanstellungen. Sie haben weniger Rechte und wissen oft heute nicht, wo sie dann nächste Woche arbeiten. Und darum haben wir Leiharbeit als Thema aufgegriffen und es ist uns gelungen, sie zu dem arbeitsmarktpolitischen Thema der Republik zu machen. Weil wir mit der Kampagne Gleiche Arbeit, gleiches Geld auf diesen Missbrauch aufmerksam gemacht haben. Und weil wir diesen Skandal klar benannt haben. Hoffen wir uns nicht dabei belassen, Kolleginnen und Kollegen. Jetzt haben wir Leiharbeit tariflich geregelt. Und ob bei Macron Graf
Bei Forschwechsel oder Wattburg in der Metall- und Elektroindustrie haben wir gegen den Willen der Arbeitgeber große Fortschritte bei der Mitbestimmung für Betriebsräte. So darf Leiharbeit nur eingesetzt werden, wenn dadurch die Entgelt- und Arbeitsbedingungen im Entleitbetrieb nicht bedroht sind und wenn Arbeitsplätze nicht durch Leiharbeit gefährdet werden. Und außerdem können Einsatzzwecke, Einsatzbereiche und Volumen von Leiharbeit mit dem Betriebsrat vereinbart werden. Und wenn keine Betriebsvereinbarung besteht, muss dem Leiharbeitnehmer spätestens nach 24 Monaten eine Festanstellung angeboten werden. Und zweitens haben wir mit den Arbeitgeberverbänden der Leiharbeit Branchenzuschläge von bis zu 50% verhandelt, wenn Leiharbeitnehmer in der Metall- und Elektroindustrie eingesetzt werden. Damit sind wir auf beiden Ebenen wichtige und große Schritte in Richtung Gleichbehandlung von Leiharbeit gegangen. Wir konnten nicht alles durchsetzen, was wir für richtig halten. Aber wir haben das geschafft, was wir tarifpolitisch durchsetzen konnten. Gleiche Rechte und gleiches Geld für gleiche Arbeit ist das noch nicht gelungen. Und es wirft die Frage auf, warum ist eine Bundesregierung nicht willens und in der Lage, so etwas für alle verbindlich gesetzlich zu regeln? Warum sitzt Frau von der Leyen auf dem Sofa und schaut uns nach dem Motto zu, dann kämpft doch mal schön. Ich sage, Politik hat einen Gestaltungsauftrag und das nicht nur, wenn es um wirtschaftliche Interessen geht, sondern insbesondere, wenn es um Menschen geht, Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb, von der Bundesregierung erwarten wir, dass sie endlich handelt und mit gesetzlichen Regelungen nachlegt. Und tut sie das nicht, Kolleginnen und Kollegen, dann ist das Wahlkampfthema. Dann müssen wir das thematisieren, dann müssen wir das nach draußen tragen und dann müssen wir am Wahltag Parteien daran messen, wie sie dazu stehen, Kolleginnen und Kollegen. Heuern und Feuern muss auch in Leiharbeit verboten werden. Und deshalb muss das Synchronisationsverbot wieder eingeführt werden. Und außerdem brauchen wir die Einführung einer Höchstverleihzeit, um den Abbau von Stammarbeitsplätzen zu verhindern. Und schließlich muss der Grundsatz des IPLB festgeschrieben werden. Wir haben tarifliche Branchenzuschläge erreicht. IPLB ist das noch nicht. Dafür zu sorgen, das wäre verantwortungsvolle Regierungspolitik, Kolleginnen und Kollegen. Und wenn wir Leiharbeit geregelt haben, ist noch längst nicht alles gut auf dem Arbeitsmarkt. Das nächste Thema werden die Werkverträge sein. Werkverträge, und das beobachten wir mit Sorge, werden zunehmend als strategisches Instrument der betrieblichen Beschäftigungspolitik eingesetzt. Und kaum sind die Tarifverträge zur Leiharbeit unterschrieben, werden Werkverträge genutzt, um bestehende Regulierungsmechanismen in der Leiharbeit zu umgehen. Um weiter Lohndumping zu betreiben, Belegschaften zu spalten und betriebliche Mitbestimmung auszuüben. Es bleibt dabei. Wir wollen keine Arbeitnehmer erster und zweiter Klasse und wir lassen nicht zu, dass durch Lohndumping und Niedriglöhne unsere Sozialkassen geplündert werden, Kolleginnen und Kollegen. Die Bundesregierung muss ihre Verantwortung übernehmen, heute und auch nach dem 22.09.2013. Nun, ein Punkt können wir überhaupt nicht um. Wir alle, und die meisten zumindest von euch, haben Kinder, Enkel, manche schon Vorenkel. Aber gerade die junge Generation hat besonders unter der Deregulierung des Arbeitsmarktes gelitten. Ihre Zukunftsperspektiven sind unsicher wie selbst. Und das nicht zuletzt auch in unserer Region. Im Arbeitsamtsbezirk Hildesheim gibt es, stand Statistik Februar, 1581 junge Arbeitslose im Alter zwischen 15 und 25 Jahren. Das sind 2,3% mehr wie im Vorjahr. Und was besonders skandalös ist, 53% davon sind Arbeitslosengeld-Zweitempfänger. Die Jugend profitiert am wenigsten von diesem sogenannten German-Jobwunder. Jeder Dritte unter 35 Jahren hat noch nie in seinem Leben einen festen Arbeitsvertrag gehabt. Und in den letzten 15 Jahren ist die Erwerbstätigenquote der 20- bis 25-Jährigen um knapp 16%
gesunken. Und rund 49% der unter 25-jährigen jungen Menschen arbeitet bereits im Niedriglohnsektor. Von 2000 bis 2010 hat sich die Zahl der Sozialversicherungsbeschäftigten Beschäftigungsverhältnisse bei den unter 25-Jährigen um 13% reduziert. Das sind rund 500.000 Stellen. Und ich sage euch, Kolleginnen und Kollegen, auf diesen Perspektiven lassen sich weder berufliche Weiterentwicklung noch liberale Lebensplanung aufbauen. Und deshalb haben wir als IG Metall, ähnlich wie bei der Leitarbeit, ein Thema ins Zentrum unserer Arbeit gerückt, nämlich das insbesondere den jungen Menschen unter dem Leben brennt. Die Übernahme nach der Ausbildung. Ja, es ist uns gelungen, die unbefristete Übernahme im Grundsatz in der Metall- und Elektroindustrie im Tarifvertrag festzuschreiben. Höchstens personenbedingte Gründe sowie akute Beschäftigungsprobleme stehen dem entgegen. Das ist ein wichtiger Baustein für eine gute Perspektive für junge Menschen. Ich sage aber auch, das reicht nicht. Wir brauchen hier noch sehr viel mehr. Die Politik muss die Themen der jungen Generation endlich auf die Tagesordnung setzen und das nicht nur als Sonntagsrede, sondern als erste Priorität auch im politischen Geschäft. Es muss massiv in die Zukunft der Jugend investiert werden und das im wahrsten Sinne des Wortes. In Bildung, Wissenschaft, Kinderbetreuung, soziale Sicherungssysteme, neue Ordnung am Arbeitsmarkt, Aus- und Weiterbildung, all das wichtige Themen, die den jungen Leuten an den Nägeln brennen, wichtige Themen, die junge Menschen für ein gutes Leben brauchen. Und damit komme ich zum nächsten großen Thema, das uns mit Sicherheit auch im Rahmen der Bundestagswahl beschäftigt wird. Und das für mich auch verknüpft ist mit dem Thema fairer und guter Arbeit. Wie kommen wir gesund in Rente und wie können wir das so im Fall leben? Das wird kein Thema der aktuellen Tarifrunde. Ich glaube auch nicht, dass wir das tarifpolitisch klären können. Aber wir werden die Frage bearbeiten müssen und das bietet sich dann mehr an als die anstehenden Bundestagswahlen. Seit Beginn des letzten Jahres wird die Regelaltersgrenze jährlich angehoben. Ab 2029 geht die Rente mit 67. Gleichzeitig wird das Rentenniveau von heute ca. 53% auf 43% eines Durchschnittsabkommens abgesenkt. Trotz längerer Lebensarbeitszeit sind die Rente bei einem Bruttoeinkommen von 2.900 Euro und die muss man erstmal haben. Nach 40 Jahren Arbeit von heute 3.082 Euro Rente auf dann 912 Euro Rente. Das ist sage und schreibe ein Minus von 170 Euro. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden aber unter den heutigen Arbeitsbedingungen nicht bis 67 arbeiten können. Das bedeutet dann, die Rente mit 67 wird zum Altersarmutsprogramm. Denn wer mit 60 oder 63 raus muss, weil er nicht mehr kann, der muss mit enormen Rentenabschlägen rechnen oder sagt es besser, leben. Arbeitsplätze müssen alters- und altersgerecht gestaltet werden, auch das gehört zu guter Arbeit. Aber auch dann stehen wir vor der Frage, was machen wir mit den Menschen, die zwar wollen, aber nicht mehr können. Wie können sie aus dem Berufsleben ausscheiden, ohne arm zu werden? Das geht nicht nach heutigem Stand. Und darum muss Entlastung geschaffen werden. Das gilt für Menschen in der Fertigung genauso wie für Menschen im Büro. Es gilt, der Arbeit wieder ein gesundes Maß zu geben. Und wir brauchen zuallererst endlich wieder flexible Ausstiegsmöglichkeiten aus den Betrieben in die Rente, so wie wir das von der Altersteilzeit her kennen, Kolleginnen und Kollegen. Ja, wir werden die Arbeitgeber hier in die Verantwortung nehmen. Ja, wir fordern von der Politik, sich ihre Verantwortung für flexible und faire Ausstiegsoptionen zu stellen. Für die Zukunftsfähigkeit der Rentenversicherung ist es auch nötig, dass der Arbeitsmarkt hier noch untergebracht wird. Denn die Rente krankt nicht in erster Linie an den Problemen der Demografie, sondern insbesondere auch
an der Verfasstheit des Arbeitsmarktes. Und wenn der Niedriglohnsektor nicht verkleinert wird, wenn prekäre Beschäftigung nicht eingedämmt wird, wird das auf lange Sicht zum Zusammenbruch der sozialen Sicherungssysteme führen. Denn die Rentenversicherung ist so angelegt, dass man 40 Jahre ununterbrochen arbeitet, 40 Jahre ununterbrochen ein durchschnittliches Einkommen erhält und das mit einer jährlichen Steigerung. Wenn das aber immer mehr die Ausnahme wird, hat es weitreichende Folgen für die Rentenversicherung. Laut offizieller Sparregelungen, Kolleginnen und Kollegen, der Politik und auch der Wirtschaftsverbände, leben wir in Deutschland immer noch in einer sozialen Marktwirtschaft. Doch wie passt es dazu, dass ein Leiharbeiter bei gleicher Wertschöpfung und Produktivität wie sein Kollege aus der Stammbelegschaft 40% weniger verdient? Was hat das mit sozialer Marktwirtschaft zu tun, wenn ein Unternehmen sein Produkt nur über niedrige Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen wettbewerbsfähig erhält, statt über hervorragende Qualität und den höchstmöglichen Kundennutzen? Viele Jahre wurde behauptet, dass der starke Druck auf die Einkommen in Deutschland natürlich durch den internationalen Wettbewerb bedingt sei. Merkwürdig aber, dass gerade die exportorientierte Branche der deutschen Industrie mit Abstand die höchsten Löhne und Gelder zahlt. Und merkwürdig auch, dass umgekehrt die Branchen, die nicht oder kaum im internationalen Wettbewerb stehen, in besonderem Maß für sinkende Einkommen in Deutschland verantwortlich sind. Widersprüchlich ist auch, dass es den Niedriglöhnen nach neoliberaler Lesart mit zu verdanken ist, dass wir in Deutschland eine wiedererstarkte Wirtschaft haben. Dann stellt sich die Frage, warum aber konnten sich Spanien oder Portugal, traditionelle Niedriglohnländer, dann trotzdem nicht wirtschaftlich profitieren? Und wo ist unsere Marktwirtschaft sozial, wenn die Mittelschicht der Gesellschaft immer kleiner wird? Nach einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zählten im Jahr 2000, und das ist ja nicht ganz so lange her, nur 66,5% der Deutschen zur Mitte. Im Jahr 2008 waren es noch 60,9%. Die immer ungerechtere Verteilung von Vermögen und Einkommen ohne jede Rechtfertigung durch Leistung dürfte ebenfalls kaum als Merkmal einer sozialen Marktwirtschaft betrachtet werden. Andererseits hingegen gilt abgesichert sein im Alter als Bestandteil einer sozialen Marktwirtschaft. Doch damit die privaten Altersversicherungen mit der Nachhaltigkeit und Rendite der umlagefinanzierten Rente überhaupt konkurrieren können, musste der Staat sie bis heute mit 20 Milliarden Euro an Subventionen für die Versicherungskonzerne stützen. Und 50 Milliarden Euro an Steuergeldern wurden in den vergangenen 10 Jahren für Lohnsubventionen aufgewandt, um die Praxis erhalten zu können, dass gewissenlose Arbeitgeber ihre Beschäftigten unter Hartz IV-Niveau bezahlen können. Ist das sozial? Ist das Marktwirtschaft? Ich glaube, nein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Grundversprechen der sozialen Marktwirtschaft, Teilhabe und Wohlstand für alle, wird heute für immer weniger Menschen eingelöst. Und immer mehr erleben das genaue Gegenteil. Ausgrenzung, prekäre Beschäftigung, Ausschluss vom gesellschaftlichen Wohlstand bis hin zum Abdriften in die Armut. Und es ist heute unsere Aufgabe, von Neuem den sozialen Aufstieg für viele zu organisieren. Es ist unsere Aufgabe, die soziale Durchlässigkeit der Gesellschaft wiederherzustellen. Um das zu erreichen, müssen wir eine neue Ordnung auf den Arbeitsmarkt ganz oben auf die Tagesordnung der gesellschaftlichen Diskussion stellen. Dafür brauchen wir eine gesellschaftliche Übereinkunft. Wir müssen ein gemeinsames Verständnis entwickeln und da bieten sich Diskussionen wie heute an, wie der Arbeitsmarkt verfasst sein muss, damit die zunehmende soziale Spaltung überwunden werden kann. Dafür werbe ich, Kolleginnen und Kollegen, und die Alternativen liegen auf der Hand und die fangen an beim Mindestlohn. Die gehen über Regulierung von Leiharbeit,
Die gehen bis hin zum Punkt weg mit der Rente 67, aber dafür schaffen flexible Ausstiegsmöglichkeiten. Der DGB hat ja hierfür auch hohe Vorschläge unterbreitet, mit denen das finanziert wird. Daran werden wir die Partei im Bundestagswahlkampf 2013 messen. Und ich sage das so ausdrücklich, obwohl wir gefragt werden, nein, wir geben als IG Metall keine Wahlempfehlung. Sondern uns kommt es darauf an, Kolleginnen und Kollegen, schaut euch an, was die Parteien in ihrem Programm stehen haben, schaut euch an, was euch dabei betrifft, und zwar im positiven Sinne. Und ich glaube, dann ist für jeden auch klar, wo er sein Kreuz macht. Und eigentlich bin ich jetzt am Ende meiner Rede. Eigentlich. Auf einen Punkt möchte ich noch hinweisen, der sich genau in dieses Bild, was ich versucht habe zu skizzieren, passt. Ihr habt das, deswegen kann ich es kurz machen. Alle auf den Tisch liegen. Sozialpolitische Informationen im Metall. Und da geht es um die Prozesskostenbeiträge. Und gerade die Kolleginnen und Kollegen, sei es in Hartz IV, Niedriglohnsektoren, Leiharbeit und wie auch immer, die einen Antritt machen wollen, sich wehren wollen, rechtlich prüfen lassen wollen, brauchen genau diese Prozesskosten. Und genau diese soll im erheblichen Umfang eingeschränkt werden. Ihr könnt das selber nachlesen, auch wir schon darauf hinweisen, dass die bisherigen Freibeträge von 50% in Zukunft auf 25% halbiert werden sollen. Und bisher, das steht dann hier drin, aber das sage ich nochmal, ist eine Prozesskostenhilfe für Alleinstehende bei einem Einkommen, bereinigten Einkommen von 626 Euro oder aber bei einer Familie mit zwei Kindern bis 1.564 Euro kostenfrei. In Zukunft sollen die belastet werden mit bis zu 4.000 Euro, die dann in 72 Monatsraten zurückgezahlt werden. Kolleginnen und Kollegen, ich sage euch, was wir am Ende ernten, ist eine Zweiklassenjustiz und die darf es nicht geben. Es kann nicht angehen, dass diese Gesellschaft gerade den Menschen, die Hilfe und Unterstützung benötigen, diese dann vorenthalten bekommen. Und das wäre vielleicht mal ein Punkt, weil ich vorhin von Vertrauen in Politik gesprochen habe. Das ist mir ja klar, dass das gesamte Rentenkonzept heute an so einem Nachmittag nicht umschmeißen. Aber ich würde mich schon freuen, wenn unsere Bundestagskandidaten hier mal ihre Meinung zusagen, im besten Fall die, dass sie hinter der Prozesskostenhilfe in der heutigen Form stehen und sich stark machen im Bundestag, dass die auch erhalten bleiben. Recht herzlichen Dank, Kollegen. Herzlichen Dank für deine Ausführungen und jetzt kommen wir zu den Kandidatinnen und Kandidaten. Und wir fangen einfach mal bei der CDU mit Herrn von Kleben an. Sie können es vom Platz aus machen, Sie können es aber auch vom Rednerpult aus machen. Wie Sie möchten. Also, bitte ruhig nach vorne. Lieber Herr Kirch, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlichen Dank für die Einladung, dass ich wieder heute einmal bei Ihnen sein darf. Ich werde nicht auf alle Zahlen eingehen können, die gerade genannt worden sind, aber es wird Sie nicht besonders überraschen, dass meine Analyse natürlich der Lage deutlich anders ist. Ich will das an zwei Zahlen deutlich machen. Das ist die eine, oder zwei Entwicklungen deutlich machen. Das ist zum einen die Entwicklung der Arbeitslosigkeit seit der Kanzlerschaft von Angela Merkel, die sagen und schreiben, in Deutschland um über 40% zurückgegangen ist. Wir haben eine Arbeitslosigkeit von über 5 Millionen im Januar 2006 gehabt. Wir haben jetzt eine Arbeitslosigkeit von ungefähr 3 Millionen. Diese Zunahme an Beschäftigung hat sich im gesamten Spektrum, widergespiegelt. Und das gilt auch für den Niedriglohnsektor, das gilt aber vor allem für die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Und wir haben 29 Millionen sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern den höchsten Stand an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung in der Geschichte unseres Landes. Ich habe mir erlaubt, auch aktuellen Zahlen des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung herauszusuchen. Ich würde Sie sozusagen die Sorge haben, ich würde hier immer nur mit selbst erdachten Zahlen unterwegs sein. Das schöne Satz, ich glaube, nur die Statistik, die ich selbst gefälscht habe, versucht so weit wie möglich zu vermeiden. Danach können Sie feststellen, dass im Bereich, also die Zahlen, die gerade hier
März 2010 noch einen Bestandteil des niedrigen Sektors am Arbeitsmarkt von 16% gehabt haben. Nach der Definition der Transbürgerstiftung ist das ein Stundenlohn von unter 8,15 €. Der ist im September 2011 auf 13% runtergegangen und Ende 2012 bei 11%. Das ist immer noch zu hoch, aber die Tendenz ist doch eindeutig nach einem Abbau des Niedriglohnsektors. Und ich will Ihnen auch sagen, dass die derzeitige Zahl derjenigen, die nach der Mindestlohnberechnung, also der These derjenige, der nach seiner Arbeit leben können muss, das ist ja mal das Kriterium, der Mindestlohn wird ja nie reichen für Alleinerziehende mit Kindern oder für Familien und so weiter, dass der Anteil derjenigen Vollzeit beschäftigt sind und, wie es so schön heißt, aufstocken, bei 300.000 liegt. Wir sind alle der Ansicht, dass das schöner wäre, wenn das weniger wäre. Aber es ist lange auch nicht die Zahl, die immer wieder genannt wird. Und man muss sich dann möglicherweise auch die Frage stellen, was die Alternative ist. Wenn die Alternative zu einer Beschäftigung und zu einem Aufstocken im Mindestlohn immer die Alternative wäre, dass ein Tariflohn von 9, 10, 11, 12 Euro gezahlt wird, dann glaube ich, wären wir alle der Ansicht, dass das uns allen lieber wäre. Aber bedauerlicherweise ist eben häufig die Alternative nicht ein entsprechender Lohn, den man dann glaubt, gesetzlichermaßen wie ein Mindestlohn durchsetzen zu können, sondern die Alternative ist die Arbeitslosigkeit. Und bei allen Korrekturen, die auch an der Agenda 2010 nötig gewesen sind, und sie sind ja sowohl in der Großen Koalition als auch in der derzeitigen Koalition vorgenommen werden worden, bin ich trotzdem der Ansicht, das will ich hier auch deutlich sagen, dass einer der großen Erfolge der Agenda 2010 die Öffnung des Niedriglohnsektors in Deutschland gewesen ist und dass es immer noch besser ist, zunächst einmal mit seiner Arbeitskraft zu arbeiten und das, was man mit seiner Arbeitskraft für ein auskömmliches Einkommen nicht einmal erwirtschaften kann, dass das durch einen staatlichen Zuschuss geleistet wird, als dass man den staatlichen Zuschuss in Arbeitslosigkeit angewiesen ist. Dass wir alle gegen prekäre Arbeitsverhältnisse sind, das glaube ich, ist eine Selbstverständlichkeit und wir müssen dann über die Instrumente sprechen, wie wir das am besten erreichen. Das zweite ist die Frage der Entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland. Auch die ist deutlich zurückgegangen und wenn jetzt gesagt wird, es gebe deutlich weniger Jugendliche, die in feste Arbeitsverhältnisse haben, dann muss man richtigerweise auch dazu sagen, dass erstens die Anzahl der Jugendlichen auch deutlich zurückgegangen ist, das ist eine Folge der demografischen Entwicklung. Und zum Zweiten natürlich auch das Alter derjenigen, die zum ersten Mal in eine dauerhafte Beschäftigung eintreten können, erheblich angestiegen ist, allein bei den Ausbildungszweiten. Das kennen Sie alle aus Ihrem eigenen Leben, wenn Sie mal überlegen, dass viele von Ihnen mit 14 oder 15 die Arbeitsplätze begonnen haben und heute das durchschnittliche Ausbildungsalter bei 8 bis 10 Jahren höher liegt, dann ist klar, dass sich auch die Statistiken ändern. Deutschland hat die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland und es ist unter dieser Regierung der Fall, dass nach der Krise jeder Jugendliche auch einen Arbeitsplatz bekommen kann. Das ist nicht nur so, dass ein Arbeitsplatz in Schwerin von jemandem wahrgenommen werden soll, der in Nürnberg lebt oder so etwas, sondern dass tatsächlich für jeden Jugendlichen auch ein Arbeitsplatz und auch in der Wunschbranche, wo er gerne arbeiten möchte, zur Verfügung steht. Dass natürlich andere Dinge wie Einqualifikation, die Zeugnisse und so weiter dazukommen können, will ich davon aber nicht verschweigen. Deutschland ist das einzige Land in der OECD, das nach der internationalen Wirtschafts- und Finanzkrise mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, mehr Arbeitsplätze vorzuweisen als davor. Das ist ein ganz, ganz großer Erfolg. Und das ist auch die Einlösung des Versprechens der Bundeskanzlerin, dass wir gestärkt aus der Krise herauskommen wollen. Das ist ein wesentliches Kriterium. Und wenn Sie sich einmal die Situation in den anderen europäischen Ländern ansehen, in denen es besonders schwierig ist. Und ich finde, am ehesten ist die Volkswirtschaft in Frankreich für uns zu vergleichen. So können Sie da feststellen, dass viele der Reformen, die heute bei uns kritisiert werden und die auch von Ihnen kritisiert werden, in Frankreich nicht vorgenommen worden sind und von allen führenden Wirtschaftswissenschaftlern und auch von den Instituten als wesentlicher Grund dafür herangezogen werden, dass es in Frankreich heute so schlecht aussieht. Und wir haben zwei europäische Länder, die insbesondere wegen ihres übermäßigen Bankensektors in Schwierigkeiten geraten sind. Das ist Irland und das ist Deutschland. Aber all die anderen Länder sind vor allem in ihren Schwierigkeiten, weil die notwendigen Reformen auf dem Arbeitsmarkt und auch bei der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit
nicht umgesetzt worden sind und weil die Lohnsteigerungen in diesen Ländern seitdem den Euro sind, über dem Produktivitätszuwachs der jeweiligen Volkswirtschaft liegt. Und das soll mein letzter Punkt sein. Es gibt drei Kriterien, die Sie immer wieder beachten müssen, und insbesondere auch die Berechnung der IG Metall und des DGB zur Frage des Lohnniveaus. Ich bin da unterschiedlicher Ansicht, aber eine Sache ist, glaube ich, unstrittig. Ihre Berechnung liegt überall ein kontinuierliches Wirtschaftswachstum zugrunde. Also wenn die Wirtschaft nicht wächst um 2-3%, also wie das bisher auch der Fall gewesen ist, die Krise mal rausgenommen, dann sind die Berechnungen des DGB zum Rentenniveau alles Schall und Rauch. Und deswegen sind drei Kriterien ganz besonders wichtig. Das eine ist natürlich die demografische Entwicklung. Deswegen hat ja jemand wie Franz Müntefering als Arbeitszahlminister auch sich dafür eingesetzt, nicht weil er die Arbeitnehmer ärgern wollte, sondern weil es eben eine Folge der demografischen Entwicklung ist, weil sich das Rentenbezugsalter seit den 50er Jahren fast verdoppelt hat. Das muss man einfach sehen. Das ist also keine Kürzung, sondern wenn der Bezugszeitraum sich verdoppelt, dann muss man das irgendwie auf den grundrechtlichen Art zusammenbekommen. Das zweite ist die Gesamtverschuldung des Staates, die bei uns auch bei 80% liegt. Und das dritte ist die Frage der Lohnstückkosten. Das beantwortet auch Ihre Frage, wenn Sie sich diese Zahlen ansehen, insbesondere wenn Sie Griechenland oder Zypern, Italien oder Spanien als Beispiel genannt haben, dann können Sie dort feststellen, dass dort zwar die Löhne niedriger sind, aber sie immer noch über der Produktivität liegen. Und gerade in den Wachstum, in den Bereichen, also wo die IG Metall ja auch stark ist, insbesondere in der Automobilindustrie, werden hohe Löhne bezahlt. Ein Facharbeiter, Anfang 50, alleinstehend, zahlt heute Spitzensteuersatz nach den Tariflöhnen, die IG Metall erstritten hat. Trotzdem, und das kann sich das Automobilunternehmen auch leisten, weil die Effektivität entsprechend hoch ist. Wenn aber die Effizienz niedrig ist, dann können Sie auch einen niedrigen Lohn zahlen, wenn Sie das Unternehmen trotzdem bleiben, das Rechnungsprozess wirtschaftlich nicht mehr, wenn die Effizienz hoch ist, dann kann auch ein hoher Lohn bezahlt werden. Es hängt zusammen. Der Zusammenhang zwischen Produktivität und Lohnniveau, den muss man immer wieder sehen. Zum Lohnniveau gehört eben auch die Lohnnebenkosten. Das müssen wir, da müssen wir gemeinsam daran arbeiten, dass dieser Zusammenhang nicht aufgegeben wird. Das ist der Erfolg unserer gemeinsamen Anstrengungen auf dem Arbeitsmarkt, auch wenn wir im Detail unterschiedlicher Ansicht sind. Und an diesem Zusammenhang, das ist im Grunde das Geheimnis, oder sagen wir das offene Geheimnis des Erfolgs Deutschlands im Vergleich zu allen vielen anderen europäischen Ländern oder auch im internationalen Bereich. Und diesen Zusammenhang, den müssen wir weiter erhalten. Und wenn die Produktivität weiter steigt, dann wäre ich der Letzte, der sich nicht auch dafür einsetzt, dass es entsprechend höhere Löhne und insbesondere eben auch entsprechende Sozialleistungen gibt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dann ist er gut. Und jetzt ist Herr Westphal an der Reihe als Nachfolger von Bernhard Brinkmann, vor 14 Tagen gewählt worden als Kandidat. Und du hast jetzt die Chance, hier zu erklären, um was es geht. Aber lass mich noch mal eine Bemerkung machen, meine Damen und Herren. Das mit der Agenda stimmt so nicht, Herr von Kleben. Ich sag mal, die Kriterien beschäftigten, die haben sie nicht mitgezählt. Bei den Arbeitslosen sage ich aber, also etwa 4 Millionen statistische Arbeitslose, weil da sind ja eine ganze Menge rausgeworfen worden. Das wollte ich der Korrekthalber hier nur mal erwähnen. Ich sage noch über 6 Millionen. Ja, aber ich denke, ich wollte hier nur mal zur Anregung treffen. Vielen Dank, lieber Henry, für die Einladung und die Organisation dieser Veranstaltung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das darf ich sagen, weil ich seit 35 Jahren Mitglied der Gewerkschaft bin und zurzeit auch Vorstandssekretär bei der IG BCE in Hannover und auch seit 29 Jahren Mitglied der SPD, von daher alle, die das Parteimitglied haben, liebe Genossinnen und Genossen. Vielen Dank für die Einladung, es ist eine gute Gelegenheit im Bundestagswahlkampf, die Programme der einzelnen Parteien vorzustellen. Aber erlaubt mir 2-3 Sätze, weil wie Hendrik einleitend eben gesagt hat, ich zumindest, was die Kandidatur zum Bundestag angeht, neu bin. Mein Name ist Bernd Westphal, bin 52 Jahre alt, verheiratet, habe 3 erwachsene Söhne. Ich habe, bevor ich zur IG BCE gegangen bin, 15 Jahre auf dem Kalibergwerk in Siegfried-Giesen gearbeitet, habe dort Schmiederbrand gelernt und habe auch 5 Jahre im Schichtdienst gearbeitet.
von daher, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann ich euch sagen, dass ich weiß, was das heißt und ein ganz feines Gespür dafür bekomme, was soziale Gerechtigkeit in diesem Land ausmacht. Herr von Kleven, bei allen Statistiken, wir haben sicherlich eine sinkende Arbeitslosigkeit, aber wir haben eine steigende Armut. Die Menschen spüren, dass in diesem Land was aus dem Not geraten ist. Wir haben, was soziale Gerechtigkeit angeht, politisch Nachholbedarf und da bitte ich einfach auch, das so zur Kenntnis zu nehmen. Die soziale Gerechtigkeit wird ein zentraler Punkt meiner Themen in dem Wahlkampf sein bis zum 22. September. Die SPD, eine Partei, die in diesem Jahr ihr 150-jähriges Jubiläum feiern kann, hat genau diese Themen, soziale Gerechtigkeit, Freiheit und Demokratie, seit 150 Jahren auf ihren Fahnen gestellt. Und ich will an zwei, drei Punkten nur sagen, wo es Korrekturbedarf gibt. Die Veranstaltung heute hat auch als Überschrift ein solidarisches, ein sozial gerechtes Gesellschaftsmodell. Und das fängt dabei an, dass man mit Freiheit, auch durch gute Bildungschancen, den Menschen eine Perspektive aufzeigen muss, dass sie in der Lage sind, gut ausgebildet, gut qualifiziert, dann auch Arbeitsplätze erreichen können und gute Einkommen erzielen können, damit sie ihren Lebensunterhalt dementsprechend davon bestreiten können. Das funktioniert heute nicht mehr und ich bin froh, dass wir am 20. Januar in Niedersachsen mit einer rot-grünen Landesregierung es geschafft haben, dass endlich auch Niedersachsen Studiengebühren abschafft, weil Bildung eben nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen kann. Das ist höchste Zeit, dass wir hier was nachholen. Bildung muss ein soziales Grundrecht sein für die Leute, die hier Chancen und Perspektiven aufgezeigt bekommen. Uwe Webbs hat einen ganz breiten Fächer von Themen dargestellt, auf die ich gar nicht einzeln eingehen will. Aber das, was Arbeit angeht, hat er bei vielen Themen natürlich auch das angesprochen, was bei der SPD immer ein zentrales Thema ist. Stichwort gute Arbeit, gute Tarifverträge, gute Einkommen, die dann in Folge natürlich auch für gute Renten stehen. Und ich weiß selbst aus Erfahrung, weil ich selbst Betriebsrat war, das Thema Leiharbeit können wir mit dem Punkt ganz gut packen. Ich glaube, wenn wir gemeinsam es schaffen, das Betriebsverfassungsgesetz zu reformieren, das war das letzte Mal 2001 auf der politischen Agenda, dass Betriebsräte mehr Mitbestimmung kriegen, dass der § 87, wo die Mitbestimmungsrechte geregelt sind, ausgeweitet wird, sodass das aufhört, was wir zurzeit haben, fast 1 Million Leiharbeitnehmer, die bei gleicher Tätigkeit unterschiedlich bezahlt werden. Das ist ungerecht und deshalb muss es abgeschafft werden mit mehr Mitbestimmung von Betriebsräten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Thema Rente. Sicherlich ist das ein sehr komplexes Thema und auch ein kompliziertes dazu. Und es gibt ein paar Stellschrauben, die hat man in der Agenda 2010 versucht, in den Griff zu bekommen. Mit der Verlängerung der Lebensarbeitszeit auf 67. Auch meine Partei war daran beteiligt. Aber spricht auch für die SPD, dass ja keiner davor gescheut ist, auch schlauer zu werden. Von daher hat man sich angeguckt, was hat das denn für Auswirkungen. Und die Rente mit 67 darf natürlich nicht zur Altersarmut führen. Sondern es muss erstens mal gelingen, dass wir überhaupt Arbeitsbedingungen haben, die Menschen in die Lage versetzen, bis 67 zu arbeiten. Und deshalb brauchen wir starke Betriebsräte, wir brauchen starke Tarifverträge, die Arbeitsbedingungen schaffen, Stichwort gute Arbeit, die dazu die Menschen in die Lage versetzen, überhaupt das Rentenalter bis 67 zu erreichen. Das heißt, die Arbeitsbedingungen in den Unternehmen müssen überhaupt dementsprechend gute Arbeitsansprüche genügen. Das andere: Wir haben Beschäftigungsarten, da kann man nicht bis 67 arbeiten. Ich weiß, wovon ich spreche. Gerade in dreischichtigen Betrieben, dort, wo körperlich schwer gearbeitet werden muss, dort, wo die psychische Belastung steigt, dort, wo Erreichbarkeit heute mit neuen Medien steigt. Das heißt, wir brauchen flexible Möglichkeiten, Übergänge, dass auch ein Beschäftigter mit 63 die Möglichkeit hat, auszuscheiden, ohne mit Abschlägen in die Gefahr der
gelangen. Und deshalb bin ich mir sicher, dass das Rentenkonzept der SPD, was jetzt auf dem Tisch liegt, was mit 63 eine Möglichkeit der Rente mit 45 Versicherungsjahren ohne Abschlägen gewährleistet, ein Weg ist. Dazu gibt es verbesserte Möglichkeiten der Erwerbsunfähigkeitsrenten, also auch das, wenn Beschäftigte unverschuldet aus gesundheitlichen Gründen und nicht, weil sie keine Lust mehr haben oder weil sie nicht mehr wollen, sondern weil sie aus gesundheitlichen Gründen eher aufhören müssen, die Abschläge reduziert werden. Und wir haben die Möglichkeit, mit Teilrentenmodellen, mit gepaart mit betrieblichen Rentenmodellen einen Ausstieg zu ermöglichen, der dann auch eine lebensstandardsichernde Rente ermöglicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das, was die beste Sozialpolitik ist, wenn wir gute Beschäftigungsverhältnisse haben. Ich sage das gerade hier auch in dem südlichen Bereich von dem Landkreis Hildesheim. Hier sind wir im Landkreis Holzminden, ich weiß aber trotzdem auch für den südlichen Bereich von Hildesheim. Wir brauchen Arbeits- und Ausbildungsplätze, die eine Perspektive für die Menschen in diesen Regionen brauchen. Gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Aber Beschäftigung auch nicht auf Teufel komm raus, sondern wir brauchen Industrie, Mittelstand und Gewerbe, die unter dem Gesichtspunkt Nachhaltigkeit auch die sozialen und ökologischen Belange mit berücksichtigt. Wir hatten mal das Versprechen in der sozialen Marktwirtschaft, dass man mit dem technischen Fortschritt, der nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er und 60er Jahren erzielt worden ist, auch die Leute davon profitieren. Dieses Versprechen gilt nicht mehr, es wird nicht mehr eingelöst, die Unternehmen übernehmen keine gesellschaftliche Verantwortung in diesem Punkt. Deshalb muss die Regierung Leitplanken setzen, dafür trete ich am 22. September an. Ihr alle habt die Möglichkeit, die nächsten 166 Tage Stillstand, die es in diesem Land noch gibt, abzuwählen. Deshalb werbe ich für eure Stimme. Herzlichen Dank und Glück auf. Wir hätten also, das darf ich vielleicht zwischendurch noch sagen, die Grünen wären eigentlich jetzt dran gewesen, aber die haben sich entschuldigt. Die Frau Kuckmann hat sich also bei mir entschuldigt, dass sie nicht kommen kann. Wir hatten zwei Stellvertreter für sie eingeladen, einmal den Herrn von Holz und einmal Herrn Stamm. Also, und haben sich jetzt auch beide entschuldigt. Also, ich denke, das ist mangelndes Interesse der Grünen, ich werde dann auch am Wahlsonntag entsprechend hören. Das denke ich auch. Zu Recht. Ich meine, das geht so nicht. Herr Wildtrieb, normalerweise kommt nach der SPD die FDP im Bundestag. Von daher bin ich das gar nicht unverstellt an. Entschuldigung, als ich hierher gefahren bin, habe ich eine Geschichte gehört. Ich weiß nicht, wer auch immer im Auto Radio gehört. Wo ich gedacht habe, genau das ist es. Und genau das möchte ich jetzt hier auch nochmal sagen, ganz ausdrücklich, weil das hier in die richtige Richtung der Dinge, die wir gerade besprechen. Da ist erzählt worden im Radio, weil in Paderborn sind Leute auf Minijob-Basis beschäftigt und haben zusätzlich noch einen Job als Übungsleiterpauschale. Die Übungsleiterpauschale kann man eigentlich nur jemand geben, der Übungsleitergeschichten im Jugendhilfebereich macht, aber nicht dafür, dass man irgendwelche sozialen Dinge finanziert. Im Grunde kriegen die dort Beschäftigten 450 Euro Minijob, kriegen zudem noch 200 Euro Übungsleiterpauschale oben drauf. Das sind gute 650 Euro und davon soll man leben. Und wir reden hier über Rente. Wisst ihr, und deswegen, das macht deutlich, da werden teilweise heute gesundheitsvolle Sachen im sozialen Bereich finanziert und es ist kein Geld da, um solche Sachen zu finanzieren, weil wenn die Menschen, die das machen, aus gutem Willen und auch mit dem Engagement was Gutes zu tun, die landen in der Altersarmut. Und das ist das Problem, mit dem wir uns insbesondere seit dem Thema Agenda 2010 rumschlagen. Als ich das eben gehört habe von dem Kollegen Westphal, hat die
SPD das damals nicht gewusst, dass es schwere Jobs gibt in dieser Gesellschaft? Haben die das nicht wahrgenommen, dass es Dachdecker gibt? Haben die nicht wahrgenommen, dass es Fleischer gibt? Ist es denn jetzt eine Überraschungsgeschichte, dass es plötzlich schwere Jobs gibt? Die schweren Jobs, die gab es schon immer. Und ich muss sagen, wisst ihr, ich war selbst über 25 Jahre Mitglied in der SPD. Aber genau mit diesen Geschichten, Agenda 2010, bin ich aus der SPD ausgetreten. Und wenn ich nicht wegen der Agenda 2010 ausgetreten wäre, wäre ich wegen der Rente mit 67 ausgetreten, weil das kam nämlich ein Stückchen später. Und das waren alles beides Dinge, die aus meiner Sicht und jetzt aus unserer Sicht als die Partei Die Linke so nicht gehen. Im Grunde ist ja das Thema Rente kann man nicht lösen von dem Thema gute Arbeit. Ohne gute Arbeit zu haben, keine gute Arbeit zu haben, das führt in die Altersarmut. Wenn ihr die Gelegenheit habt, euch mal und bei der lieben Partei vorbeikommt, der DGB hat eine ganz tolle kleine Broschüre, die beschreibt gute Renten im Handwerk. Genau da geht es auch um das Thema. Da ist beschrieben, was alles zu Altersarmut führt. Und im Grunde, wenn ihr das seht, Niedriglöhne und Tariflohn führen zu Altersarmut, Minijobs führen zu Altersarmut, Scheinselbstständigkeit führen zu Altersarmut. Alles Dinge, die im Handwerk passieren, aber nicht nur im Handwerk, sondern überall. Und ich sag mal, wenn wir was machen wollen, wenn wir über das Thema Rente reden, müssen wir auch darüber reden, wie wollen wir die Arbeitswelt wieder so regulieren, dass sie, ich sag mal, dazu führt, dass ich gute Arbeit habe, gutes Geld dafür bekomme und dann entsprechend auch anschließend eine gute Rente. Die Voraussetzungen dafür sind aus unserer Sicht, ich sag mal, das eine ist natürlich gerade in der Tariflandschaft. Ich habe eine Zahl gerade gelesen, dass der Teil der Tarifbindung von Arbeitgebern mittlerweile fast unter 50% gesunken ist. Das heißt, die Tarifbindung von Arbeitgebern muss wiederhergestellt werden. Entweder direkt oder über Allgemeinverbindlichkeit, so dass im Grunde man nicht ständig davon kämpfen muss, dass man wieder zu Tariflöhnen kommt, sondern dass eine Selbstverständlichkeit sein muss, dass ein Arbeitgeber einen Tarifvertrag hat, den er auch seinen Beschäftigten zahlen muss. Das Thema, was da auch mit dazugehört, ist das Thema Mindestlohn, wobei unsere Position ganz klar ist, wir fordern 10 Euro Mindestlohn pro Stunde. Ich finde, das ist auch machbar. Und das ist auch realistisch, weil wenn man rechnet, wie weit die Forderung des DGB mit 8,50 Euro pro 100 führt, auch das führt in Altersarmut. Und man muss nicht glauben, dass man mit einem Stundenlohn von 8,50 Euro eine Rente bekommt, von der man dann anschließend leben kann. Von daher, unsere Position ist, dass wir gerne ein Bild in dieser Gesellschaft beschreiben wollen, für das wir auch kämpfen, das einsteigt bei der Frage, was kriegen die Menschen mindestens, und mit welcher Rente können Sie dann, wenn Sie Ihr Leben lang gearbeitet haben, dann auch vernünftig leben? Und das bedeutet, wir brauchen einen Mindestlohn von mindestens 10 Euro und wir brauchen dann, das oben nochmal abzusichern, zu sichern, eine Mindestrente, die man mindestens bekommen muss, wenn man sein Leben lang gearbeitet hat. Zu dem Thema gute Arbeit und gut in Rente zu kommen, gehört auch, dieses ganze Thema prekäre Beschäftigung muss natürlich angepackt werden. Uwe Metz hat das schon gesagt mit dem Stichwort Leiharbeit, dass es so weit kommen konnte in der Leiharbeit, dass heute Ersatzverträge teilweise die Leiharbeit durch Niedriglöhne noch unterschritten werden. Das ist eine ganz große Sauerei und aus meiner Sicht gehört das absolut verboten, weil das geht nicht, dass über so einen Weg nochmal zusätzlich Mindestlöhne geschaffen werden für die Menschen, die zur Arbeit gehen und dann gerade auf der Ebene der Landvertrag eingesetzt werden in den jeweiligen Betrieben. Dazu gehört, wir haben eine Position, eine ganz klare Position zu dem Rentensicherungsniveau. Das Rentensicherungsniveau muss wieder angehoben werden auf 53% des bisherigen Nettos, damit die Menschen auch leben können und nicht, wie das unter den momentanen gesetzlichen Bedingungen geplant ist, bis 2030 auf ein Niveau von 43%. Und wenn ihr, die jetzt schon teilweise in Rente seid und auf einem ganz anderen Niveau in Rente gehen konntet, wie die zukünftigen Generationen, dann könnt ihr euch mal vorstellen, was das bedeutet, wenn Menschen im Jahre 2030 mit 43% ihres bisherigen Nettos in Rente gehen und was sie vorher verdient haben müssen. Über Minijobs geht das garantiert nicht. Und noch nicht mal über gute Arbeit allein. Da muss man ja mindestens drei
allein 4.000 Euro verdienen, damit man eine einigermaßen vernünftige Rente auch bekommt. Und das kann im Grunde auch einfach nicht sein. Also die Sicherungsniveau von 53% muss wieder hergestellt werden. Wir sind ganz klar als Linksfraktion und als Partei Die Linke für die Abschaffung der Rente mit 67 zu 100% ohne Kompromisse. Das war damals nicht nötig gewesen, wurde aber trotzdem gemacht. Und wir wollen, dass das wieder zurückgenommen wird. Wir möchten, dass die Arbeitgeber paritätisch an der Finanzierung der Renten wieder beteiligt werden, zu 50% und zu keinem anderen Betrag, auch nicht, und das hängt ja damit zusammen, mit all dem, was passiert ist, in Verbindung mit Riester-Rente und anderen kapitalgedeckten Rentensystemen. Das wollen wir nicht, weil wir der Meinung sind, die Rente, die gesetzliche Rente, ist die sicherste Rente, die ist sicher vor den Kapitalmärkten und es wäre besser, in die gesetzliche Rentenversicherung zu investieren, die sich selbst zusätzlich zu versichern. Das heißt nicht, dass wenn das jemand machen möchte, dann kann er das natürlich, wenn er das mit seinem Geld machen will, aber es darf nicht so sein, wie es im Moment ist, dass dann zwangsweise gemacht wird, dass die Menschen das scheinbar machen müssen, um ganz bestimmte Leistungen dann entsprechend dann noch zu bekommen. Stichwort Erwerbsminderungsrente. Auch da wünschen wir uns, dass die Erwerbsminderungsrente für die Menschen, die leider in die Situation kommen, dass sie aufgrund ihrer Arbeitssituation, schwerer Arbeit, psychisch belastender Arbeit, nicht mehr zu einer vernünftigen Rente kommen können, dass die Erwerbsminderungsrente wieder aufgestockt wird und die Abschläge für die Erwerbsminderungsrentner zurückgenommen werden. Wir als Linksfraktion möchten wir eine solidarische Rentenversicherung, die alle Erwerbstätigen einzahlen und nicht nur die, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, sondern alle. Das stärkt aus unserer Sicht das Solidarsystem. Das führt dazu, dass wir uns das auch leisten können. Und ich selbst habe den Vorschlag des DGB gesehen und finde ihn richtig klasse. Auch der macht deutlich, eigentlich war die Rente mit 67 nicht nötig. Wir können das finanzieren, ohne dass irgendwas Schlimmes passiert. Deswegen war das damals ein Fehler und deswegen sind wir heute der Auffassung und auch schon die ganze Zeit gewesen. Das muss zurückgenommen werden und das ist unser Ziel. Vielen Dank. Gewerkschaftsbund zu, dass wir seinerzeit keine Rente mit 67 Jahren hätten einführen müssen. Brauchen hätten wir überhaupt nicht benötigt. Und außerdem, der Nachhaltigkeitsfaktor muss auch verschwinden, um die Absenkung der Renten von zurzeit 59 auf 43% zu verhindern. Ich denke, das ist wichtig. Das möchte ich hier wirklich nochmal ergänzend hinzufügen. Wenn das auch bei dir, Uwe, aus deinen Ausführungen. Du hast es gesagt, also es ist vielleicht nicht ganz angekommen und ich will es aber nochmal wiederholen. Jetzt darf ich Sie bitten, Herr Dr. Bertfeld, entschuldigen Sie, dass ich es übersehen habe. Ja, auch ich möchte mich bedanken, dass Sie mich eingeladen haben, als Kandidat hier zu Ihnen ein paar Worte zu sagen, wobei ich ja nicht so bekannt bin wie Herr von Kleen und wie einige andere, deswegen vielleicht noch ein paar Worte zu meiner Person. Mein Name ist Bernd Feld, ich bin Diplom-Ingenieur, ich bin einer derjenigen, die hier kandidieren, der auch immer gearbeitet hat, also jetzt mal abgesehen von Funktionärstätigkeiten und vor allem anderen Aufgaben. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, seit einem Jahr einen Enkel und von dem oder für den möchte ich auch, dass in Zukunft es ein vernünftiges Rentenniveau gibt, was aber auch junge Generationen bezahlen können. Welche Partei? FDP? Ich bin in der FDP. Gut, dass Sie nachfragen, das hätte ich jetzt auch noch gesagt, denn jetzt komme ich zu meinen Schwerpunkt in der Arbeit. Ich bin für die FDP hier im Kreistag in Hildesheim tätig. Meine Schwerpunktthemen sind Wirtschaftspolitik, Technologie, vielleicht vom Beruf her auch geprägt, Energie und Verkehr. Ich bin also nicht der Sozialexperte, ich bin aber trotzdem gekommen. Ich
bin ja eingeladen worden als Kandidat und da ist auch Wert gelegt worden, dass ich nicht einen Sozialexperten oder eine Sozialexpertin schicke. Aber immerhin, ich bin, wäre dieses Jahr 65 und so gesehen, passt vielleicht auch meine Kandidatur hier in dieses Bild der hier Anwesenden vom Altersdurchschnitt. Abgesehen davon, dass ich auch Erfahrungen mit der ungeförderten Altersteilzeit habe, die ich wahrgenommen habe, also früher ausgeschieden, noch eine gewisse Zeit gearbeitet und auch beratend tätig gewesen und jetzt in letzter Zeit ein wenig in der Politik ehrenamtlich, wie ich großen Wert brauche. Insofern glaube ich, bin ich etwas fachkundig und würde, auch wenn Sie mich denn wählen, ein guter Vertreter sein. Andererseits weiß ich, dass ich als Vertreter einer kleinen Partei bei der Direktkandidatur keine Chance habe. Eigentlich gibt es ja hier nur zwei große Parteien, die Chancen haben. Und ich empfehle Ihnen, wenn Sie denn eine weitere Regierung, eine Regierung haben möchten, die zu Wohlstand und guten Verhältnissen in Deutschland geführt haben, dann wählen Sie halt Herrn von Kleve. Und mit der zweiten. Aber jetzt mal diese Wahl. Aber jetzt mal diese Wahl, die ja auch nicht immer ganz ernst gemeint ist, beiseite. In diesem Fall war es ernst. Zur Sozialpolitik und zur Rentenpolitik. Ich habe ja die Ausführungen von Herrn Kirchner, Herrn Maps vor der Presse gehört und mir war auch bewusst, dass ich sicherlich hier kämpferische Argumente hören werde und auch für meinen Geschmack manchmal etwas polemisch, aber das kann man ja auch anders sehen. Für mich ist eine gute Sozialpolitik vor allen Dingen eine gute Wirtschaftspolitik und die haben wir, wenn Sie umschauen, ja, hier im Vergleich in Europa gehabt, auch, und das will ich nicht verschweigen, auch dank einer SPD-Regierung, die damals vor längerer Zeit die richtigen Weichen gestellt hat. Und ich war auch etwas erstaunt, wenn ich die Rede, Herr Lems, von Ihnen gehört habe, wie negativ Sie das Bild hier in Deutschland dargestellt haben, wenn Sie die gleichen Worte in Frankreich, in England, in anderen vergleichbaren Staaten bringen. Ich glaube, Sie würden Unverständnis ernten. Wir klagen auf einem wahnsinnig hohen Niveau. Wir haben sicherlich, gerade im Bereich der Sozial- und Rentenpolitik, auch aufgrund der demografischen Entwicklung, Probleme zu lösen. Aber nicht vergleichbar mit dem, was in anderen Ländern ist. Und wir sind auf einem guten Weg. Und ich kann Sie nur bitten, überlegen Sie genau, wo Sie Ihr Stimmkreuz machen in Zukunft. Nur dies bitte genau. Denn das, was wir bislang hier in der Regierung an Weichen gestellt haben, waren die im Vergleich mit anderen Ländern sehen, die richtigen Weichen gestellt haben. Wir kommen noch nicht dran vorbei, dass durch die demografische Entwicklung und die steigenden Lebenserwartungen wir die Rentenfinanzierung anders gestalten müssen als bisher. Und es wird, da führt kein Weg dran vorbei, es wird erforderlich sein, dass alle im Mittel, weil das ganz bewusst im Mittel, länger arbeiten als früher, länger arbeiten müssen. Das heißt nicht, dass es ein konkretes, genaues Renteneintrittsdatum geben muss. Wir wollen, und insofern stimme ich auch ja mit den Forderungen der SPD in Teilen überein, wir wollen eine flexible Gestaltung, allerdings dann das Rentenniveau beitragsbezogen, also abhängig von dem, was in der Rente eingezahlt wurde. Und wir wollen weiterhin die Altersversorgung wie bisher auch, aber das noch weiter ausbauen, mehrere Beine stellen, also private Vorsorge stärker fördern. Das kann man ja auch bei Geringverdienern durch entsprechende Freistellung von Einkommen gestalten. Da gibt es
konkrete Vorschläge von uns, mit denen ich jetzt nicht im Einzelnen hier sie bezahlen, behelligen will. Zahlen sind sowieso schon viele genannt worden. Wir können möglicherweise in der Diskussion noch auch eingehen. Also, die Rente beitragsbezogen, auch entsprechend der, Jahre, der Einzahlungsjahre, flexibler Eintritt, Alters-Teilzeit-Regelungen von den Tarifparteien vereinbart. Wie Sie sich vorstellen können, sind wir als Freie Demokraten nicht der Meinung, dass man alles generell über einen Kamm scheren sollte und vorgeben sollte. Dieses muss weiterhin und vermehrt Aufgabe der Tarifparteien sein. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch eine gute Diskussion. Ich stehe zur Verfügung. Guten Tag. Um jetzt auf den Punkt zu bringen, wir sind nicht für die radikal gesetzte Rentenversicherung, sondern für die umlagefinanzierte Rentenversicherung, nur damit das hier deutlich wird. Und ich denke mal, die kapitalgedeckte Rente ist das für die Reichen und nicht für die Armen in unserem Land. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Jetzt hat aber erstmal Felicitas Steinhoff das Wort. Den letzten Tag der Runde. Gut, mein Name ist Felicita Steinhoff, ich komme von der Piratenpartei im Kreisverband in Hildesheim. Dort bin ich Vorsitzende seit letztem September. Es ist das erste Mal, dass ich auf so einer Veranstaltung rede. Ich hoffe, Sie haben etwas nervig, wenn ich etwas nervös bin. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann, denn oft wird unserer Partei vorgeworfen, unsere Meinung nicht klar zu äußern. Wie bestehen denn die Piraten? Findet man denn was über sie? Dann sagen wir, ja, das ist alles online, denn wir sind ja die Computerpartei. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann, um auch Ihnen eine unserer großen sozialpolitischen Ideen zu erläutern. Noch etwas mehr über mich. Ich gehöre zu dem Drittel der jungen Menschen, die vorhin erwähnt wurden, die nicht sozialversicherungspflichtig arbeiten. Ich unterrichte Nachhilfe. Ich bezahle mir meine Krankenversicherung selbst. Sollte ich das Glück haben, morgen einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz zu finden, dann bin ich 40 Jahre später, genau 68 Jahre alt, und meine Rente würde knapp über die Sozialhilfe liegen. Dann erzähle ich Ihnen noch etwas über mich, was damit zusammenhängt. Ich und viele der Menschen, die ich kenne in meinem Alter, haben panische Angst davor, in diesem System alt zu werden. Es ist ein Fakt, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung in der modernen Wohlfahrtsgesellschaft von dem Einkommen anderer oder von den Leistungen der Sozialversicherung abhängig ist, an irgendeinem Zeitpunkt ihres Lebens. Auch das wurde bereits erwähnt. Diese Situation wird sich aufgrund der Bevölkerungspyramide nicht verbessern. Im Gegenteil, sie wird sich weiter verschärfen. Zugleich, durch Industrialisierungsprozesse, sinkt der Bedarf an Arbeitskräften in der Industriebranche weiter. Und hier ist das Problem. Eine Bindung der sozialen Sicherung an eine immer weiter abnehmende Basis führt zu einer Belastung der betrieblichen Lohnkosten, die die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zunehmend verschlechtert. Wir haben ja also ein durchaus marktökonomisches Problem, wie Herr von Kleen vorhin so eindrucksvoll und komplex erklärt hat mit vielen Zahlen und Nummern. Dem stimmen wir zu. Das Resultat bis jetzt lag darin, Deutschland wettbewerbsfähig und am Wachsen zu erhalten. Wirtschaftswachstum war das Ziel. Nun kommen wir in einen Teufelskreis, denn um das zu gewährleisten, erfand den Niedriglohnsektor, befristete Einstellung, Zeitarbeit, Leiharbeit, unsichere, prekäre Arbeitsverhältnisse und Arbeitsplätze. Dies wiederum verstärkt die Abhängigkeit auf soziale Transferleistungen ultimativ, weil es einfach nicht nachhaltig ist. Aus diesem Grund halten wir als Piratenpartei den Generationenvertrag nicht mehr für haltbar. Das ist einfach so. Wir sehen es nicht als zukunftsfähig an, was hier vorgeschlagen wird. Es wird davon gesprochen, einzelne Stellschrauben im System zu verändern. Wir wollen etwas anderes tun. Wir wollen grundsätzlich die Arbeit neu definieren und wir sind für eine wirklich neue Ordnung am Arbeitsmarkt. Und da möchte ich Ihnen ganz kurz über das bedingungslose Grundeinkommen erzählen. Denn das bedingungslose Grundeinkommen steht bei uns seit 2010 im Programm. Und
nachzuvollziehen, wie wir zu bedingungslosen Grundeinkommen kommen, möchte ich kurz das Grundgesetz zur Rate ziehen. Denn in Artikel 1 und 2 steht, ich zitiere kurz zusammengefügt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Wir haben uns gefragt, was gehört denn dazu? Wer leben will und zwar in menschlicher Würde und Freiheit leben will, der braucht etwas zu essen, er muss sich kleiden können, er braucht ein Dach über dem Kopf und er muss in einem Rahmen an politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilnehmen können. Und jetzt kommt der Gedankensprung. Wenn das Recht auf Würde und Freiheit bedingungslos ist, wie es im Grundgesetz steht, dann muss auch das Recht auf Essen, Trinken, Kleidung, Wohnung und auf grundlegende gesellschaftliche Teilhabe bedingungslos sein. Und damit sind wir beim bedingungslosen Grundeinkommen. Beim bedingungslosen Grundeinkommen erhält jeder aus den Steuereinnahmen des Staates ein die Lebensgrundbedürfnisse deckendes Einkommen, unabhängig davon, was er macht oder wie viel Geld er hat. Somit ist mit diesem Modell der Mensch im Mittelpunkt, wie das die IG Metall auch fordert. Was es für Sie konkret und für die Rentenpolitik bedeuten würde, ist am Beispiel, Sie können entscheiden, bis zu welchem Alter Sie arbeiten, denn Ihre Existenz ist gesichert. So kommt natürlich die Frage, wer soll das bezahlen? Ne? Wie ich bereits vorher gesagt habe, mehr als die Hälfte der deutschen Bürger bezieht zu irgendeinem Zeitpunkt im Leben oder sogar permanent soziale Transferleistungen. Was glauben Sie, was das kostet, das alles zu verwalten, die Ansprüche zu prüfen und diese dann auszuzahlen? Die Organisation, Verwaltung und Kontrolle der Transferleistungen im bisherigen Sozialsystem ist ineffizient und eine wuchernde Bürokratie. In Deutschland gibt es weit über 100 verschiedene Formen von Transferleistungen. Sich da als Verbraucher allein oder als Anspruchnehmer durchzufilzen, ist eine unglaubliche Zumutung meiner Meinung nach. Betrachtet man all diese Regelungen zusammen, ergeben sich für die ärmeren Teile der Bevölkerung in Summe Leistungen, die den Umfang eines bedingungslosen Grundeinkommens bereits weitgehend erreichen. Das heißt, würde man nur die Hälfte der einsparbaren Kosten für Verwaltung, Anspruchprüfung und Auszahlung von Transfers den Empfänger dieser zuschlagen, könnten die Transferhürden bereits merklich steigen. Wir nehmen die Verwaltung des Ganzen weg, der Staat zahlt es direkt an die Leute aus, wir sparen dabei Geld und wir verhindern diese riesige Bürokratie, die uns hindert. Und die Frage, Piratenpartei, sind Sie links, sind Sie liberal, sind Sie konservativ, was sind, wofür stehen Sie überhaupt, was sind Sie? Wir sagen selbst, wir sind sozialliberal und dies ist ein gutes Beispiel dafür. Wir wollen die Grundrechte stärken, deswegen haben wir uns auf das Grundgesetz eingekauft. Und wir wollen festgefahrene Strukturen aufbrechen. Wie bereits gesagt, wir denken nicht, dass es hilfreich ist, um ein oder zwei Jahre längere Arbeitszeit oder frühere Rente zu debattieren. Wir denken nicht, dass es wirklich helfen wird, einzelne Transferleistungen zu ändern oder Steuern umzulegen. Wir glauben einfach nicht mehr daran, dass es so lange weitergehen kann. Und wir glauben, da sind wir nicht die Einzigen. Wir glauben nämlich auch, dass viele Politiker das so sehen, denn sonst hätte man ja vielleicht den Armutsbericht letztes Jahr nicht geschützt. Wir wollen also neue Wege gehen. Zum einen ist das bedingungslose Grundeinkommen eine humanistische Interpretation des Grundgesetzes. Aber zum anderen ist es auch liberal. Ich würde mich freuen, wenn die FDP sich vielleicht auch mal wieder mit liberalen Werten orientiert. Denn zur Finanzierung des Sozialen